Jo, Here, ihr geilen Malakas da draußen. Ich habe mich ein bisschen entschieden, wir machen mal ein paar von den blauen Nebenmissionen. Denn diese Hauptmissionen oder die Kampagne, ja, die sind alle relativ weit weg. Da muss ich mich mal noch entscheiden. Ich weiß gar nicht, ob wir mit dem schon mal gesprungen haben oder nicht. Ich habe Poseidon angefleht, er möge jemanden wie dich zur Unterstützung schicken. Beinahe hätte ich die Hoffnung aufgegeben. Ich hörte, dein Dorf sei in großer Gefahr. So ist es. Mein Bruder segelte den Soldaten entgegen, die unser Dorf abbrennen wollten, da sie keine Piraten mögen. Doch sein Schiff wurde versenkt und mein Bruder kam nie wieder nach Hause. Haie zeigen keine Gnade. Woher weißt du denn, dass es Haie waren? Okay, anscheinend haben wir da schon mal eine Quest ich war angefangen. Beim Grab deines Bruders. Mein Beileid. Danke. Das ist sehr freundlich von dir. Bedrohen euch immer noch diese Soldaten? Ja, aber ich habe einen Plan. Ich werde ein Kriegsschiff bauen, das sie nicht versenken können. Glaubt mir, mein Dorf wird überleben. Du wirkst entschlossen. Was gibt es noch zu tun? Viel zu viel. Unweit von hier hält uns ein Teil des Heeres in Atem. Solange sie da sind, ist es schwierig, sämtliche Materialien zu besorgen. Das brauchst du also. Oder vielleicht Hilfe mit dem Heer. Du bist so schlau wie Athena selbst. Was wirst du bereit für uns zu tun? Kämpfe? Ich kann über Kämpfe. Diese Soldaten werden bereuen, die Waffen erhoben zu haben. Vielen Dank. Gerüchten zufolge findest du ihr Lager westlich des verfallenen Heiligtums des Aias. Dann ist das mein Ziel. Achso, ich habe wieder mal ein paar Quests nebenbei gemacht. Ich bin jetzt Stufe 40, nicht das durch Wunde. Aber wie gesagt, hier haben wir ja so viel. Genau, das ist ja auch noch. Das war fertig. Wer ist ein? Achso, das ist ja eine blaue, ne? Ich finde natürlich die Soldaten. Da unten. Und hier gibt es keinen Reisepunkt, doch. Der Hafen. Wenn ich hier rüberschwimme, das ist wahrscheinlich von der Entfernung dasselbe. Gut, dann schwimmen wir mal schnell rüber. Ach, gleich hier. Jetzt ist der Weg. Ich denke mal so, hier von diesem blauen Mission komisch mal anfangen, beenden, weiß ich nicht. Wie lange die sich hinziehen. Ich würde gerne automatisch schwimmen. Sind hier jemand? Manchmal höre ich Dinge in Spielen. Ja, diese Summen von mir, was die Mittel immer angebrummt hat. Na ja, gut, dann machen wir die Soldaten weg. Die Rüstung sieht schon sexy aus. Der Helm zwar nicht ganz, ist nicht ganz so passend, aber. Sonst noch was gemacht? Ne, Skills habe ich keine verteilt, da habe ich ja zu viel. Wirklich mal den Kult angehen, aber ist nicht genug zum Abmurksen, glaube ich. Ach, schade. Ach, so, wo sind sie denn jetzt? Unten? Ja, da. Hier, was? Wer seid ihr? Giftbrüchige. Da Glück. Lass ich mich in Ruhe. Ja, einfach rennen hier. Drache
Kommt mal alle her. Darf ich bitte? Hallo. Gut. Drei. Kann ich bitte schießen? Wollen Sie hier rein? Jetzt. Wo kämpft er? Hab ich mal frei draus? Alter. Was war der letzte dieser Soldaten? Ach, so ein hier, so ein Athena hat mir gehört. Okay. Willst du denn jetzt mal so besser? Für die Götter! Was zum Maul hält? Dann wieder schnell runter teleport. Oh, das ist so. Ach, sag kurz so. Jetzt ist der Weg. Ja. Da lang, genau. Dann schon wieder die scheiß Bilder rum. Solche. Ups, wie kommt denn das in meine Tasche? Müssen wir ja zugeflogen sein. Und dann. So, da sind wir ja wieder hier. Vielleicht wäre es auch schneller gewesen. Vorräte sammeln vielleicht. Von diesen Soldaten wird man nie wieder hören. Mein Bruder ist gerecht. Und außerdem kann ich mein Schiff bauen. Ich entbiete dir meinen Dank. Ich habe auch einen Gefangenen gerettet, erst unterwegs hierher. Den Göttern sei Dank. Welch großer Gefallen. Möge das neue Schiff siegreich sein. Sollte diese seltsame Frau darüber informieren, was geschehen ist. Seltsam? Oh, okay. Maid? Unten. Dorf? Was zählt das denn so? Dann quatschen wir mal hier. Also hier gibt es immer so ein paar Aufgaben zu machen, wenn ich sage. Das gab ganz gut EP. Irgendwo 50.000 dafür, dass ich drei solcher ja, von diesen lilanen Dingern angezündet habe. Das war ein bisschen krass. Der EP. So. Ich traf den Bruder des Toten. So.
Und warum ist er in haiverseuchten Gewässern gesegelt? Er war ein Pirat, der gegen die Soldaten kämpfte, die seine Familie bedrohten. Sie versenkten sein Schiff und überließen ihn den Haien. Das ist beinahe tragisch. Wie hast du das Problem gelöst? Das ist es doch, was du tust, oder? Probleme lösen. Ich habe Soldaten. Der Bruder des Piraten bat mich um Hilfe. Und ich tötete einige der angreifenden Soldaten. Nächstes Mal wird er das Dorf allein beschützen können. Verstehe. Diese Antwort sagt mir viel über deinen Charakter. Warum interessiert dich mein Charakter? Das wirst du schon noch sehen. Und zwar bald. Doch jetzt nimm erst einmal dies. Danke. Aha. Obwohl es klingt, als hättest du noch mehr Pläne mit mir. Vielleicht. Die Gefahren des Meeres hast du überlebt. Aber was ist mit einer Insel aus Feuer und Rauch? Diese Insel würde ich gern erkunden. Gut, ich bin beinahe von dir beeindruckt. Tatsächlich, ich sollte beeindruckt sein. Ich würde dich gern zu der Insel des Rauchs und der Flammen schicken, aber einer meiner Partner hat meinen Schlüssel zum dortigen Gewölbe. Ohne Schlüssel ist die Reise sinnlos. Ist er so merkwürdig wie du? Das ist beinahe amüsant. Mein Partner lebt auf dem Friedhof, den du für mich besucht hast. Er ist ein Einsiedler. Er hat Zeit für Gespräche, sogar mit dir. Ich hol dir deinen Schlüssel. Oh, 700 Grad. Oh Mann, das war Magic. Quest. Lass mir eventuell schon. Sprich mit dem Einsiedler, ja. Haben wir mit dem nicht schon mal gesprochen? Na komm, wir waren noch gerade dort in der Stadt. Na komm. Da lang, genau. Ja. Synchronisiere, ja, das haben wir auch schon fast fertig. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Insel Rauch und Feuer, ne? Das ist ja auch spannend dann. Obwohl hier der Unterwelteingang, oder wie es hieß, war ja auch nicht verkehrt. Bin mir auch zu gut. Die Eule wusste, dass du zurückkommen würdest. Sie ist Athenas Lieblingsvogel. Ich bin hier wegen des Gewölbeschlüssels. Was machst du denn hier? Das ist beinahe lächerlich. Willst du sagen, er ist nicht hier? Er ist an einem sicheren Ort. Unweit des verlassenen Lagers auf der Insel Ägina. Das klingt nicht wirklich sicher. Wieso nicht sicher? Er ist von sehr vielen Beschützern umgeben. Warum bekomme ich nie die einfachen Aufträge? Uhu, wer weiß. Die Rüstung sieht voll geil aus. Ich bin in der Schüssel. Okay. Wo? Weg. Ägner, habe ich das schon mal gehört? Das Ägner? Okay, wo immer hier mein Hafen. Gut, dann dahinter. Oh.
Los geht's. So, dann warten wir mal. Wir müssen auf dem hellen Wasser wieder raus. Vielleicht Agina, aber Egna? Ich habe keine Ahnung von Griechisch. Dessen Aussprache. Schlüssel für das Bad. Das Wasser sieht so geil aus. Echt schön damit schon hingekriegt. Ach, die werden von. Von Tieren sind noch okay. Weg. Riech mir da jetzt auf eine Frau, okay. Geh mal zum Schiff. Hier erstmal an Bord. Nee, gar nicht. Gut, Teleport. Sie war irgendwo hier war. Fuck. Ist er doch, ne? Ja. Okay, ich hätte jetzt gedacht, die ist schneller. Fertig, diese Quest dort, ja. Sehr schön. Was muss mir gleich sagen? Geht dort auf die Insel. Du bist hier nicht willkommen. Ach so, na gut, dann habe ich mal gewartet. Bin schon wieder. Ich habe den Schlüssel. Dein Partner hatte ihn wirklich gut geschützt. Das sollte er auch. Er war teuer genug. Womit verdienst du eigentlich deine Drachmen? Ich brauche nur sehr wenig und bezahle nur für wichtige Dinge. Ich bin beinahe sparsam. Den Schlüssel habe ich. Muss ich sonst noch etwas tun, bevor ich die Insel des Feuers besuchen kann? Sag du es mir. Fühlst du dich bereit, die Schmiede des Hephaistos zu erkunden? Moment, du willst mir vorher keine seltsame Frage stellen? Vielleicht fällt mir später noch eine ein. Ja, da war ich doch schon. Ich bin bereit, die Insel zu erkunden. Gut, du beweist, dass du würdig bist. Ach, das bin ich? Beeindruckend. Es gibt eine Insel, die von Rauchwolken umgeben ist und wo die Erde brennt. Die Schmiede des Hephaistos. Dort befindet sich ein legendärer Helm. Bring ihn mir, damit ich ihn untersuchen kann. Ziemlich gefährliche Reise für einen Helm. Das ist bei weitem nicht der einzige Schatz dort. Du kannst alles, was du findest, behalten. In Ordnung. Ich reise zur Insel und hole den Helm. Nee, Prüfung der Anpassungsfähigkeit. Guck mal kurz, was kommt. Was hat der Söldner da oben? Prüfung des Mutes. Dann gehen wir mal. Falsches Knöpfchen. Das war ja hier, genau. Lalalala. Ich gucke erstmal, wie ich die. Jetzt kann ich ja zeigen, wo ich ja damals die andere Kiste nicht gefunden hatte. Aber ich werde mal die Quest aktivieren.
zur Sicherheit. Hallo? Moment, scannen. Gegen. Haben wir schon immer so viele? Warum mal da jetzt so? Ja, dann runter. Jetzt muss ich nach oben. Erkunde den Volk. Langsam. Rein. Kann ich das, euch das gleich mal zeigen? Und zwar hier, wenn man den Weg lang geht, dann ist da die andere Kiste. Okay, okay, okay. Guck ich mal, dass ich hier richtig runterspringe. Linker Dolch. Hier die scheinen relativ schnell zu sterben. Ja, da kann ich ja nicht blocken. Moment. Ich soll immer ein bisschen auf die Fresse hier. Okay, nice. Ich glaube, das Gift tötet ihn, jawohl. Gut, gut. Gib mir euer Zeug. Was soll? Ein Schmiedehammer. Bin ich jetzt von hier gekommen? Hier bin ich gekommen oder von da oben? Da ist eine Leiter. Und irgendwo eine Leiter runter. Okay, ich gehe hier mal weit. Nur den Vulkan um den Eingang. Bitte nicht. Und den Seiteneingang. Ich erinnere mich, glaube ich. Hey. Moment. Die Knöpfchen. Los, Ruhe. Vorsicht. Noch hier ein Licht. Warten. Ja, das war wahrscheinlich der Rückweg. Die Eltern der außergewöhnlichen Gorgophone waren Andromeda aus dem stolzen äthiopischen Königshaus und Perseus, von dessen Sieg über die Gorgone Medusa sich ihr Name herleitet. Hm? Medusa, ja, die alte. Wo gehen wir lang? Gehen wir hier lang? Ich sage, das Einsammeln lohnt sich überhaupt nicht. Irgendwie nicht im geringsten. Sah so aus, als ob man da vielleicht tut.
jetzt wieder nach unten. Könnte sein, dass ich jetzt einfach einen Kreis laufen kann. Könnte ich mir jetzt mindestens vorstellen. Der Tradition entsprechend heirateten Frauen nur einmal, und zwar als Jungfrauen. Starben ihre Ehemänner vor ihnen, verbrachten sie den Rest ihres Lebens als Witwen. Gorgophone widersetzte sich dem und wurde zur größten Großmutter Griechenlands. Aha. Der ist ja gerade einmal im Kreis gelaufen, also nichts verpasst. Es heißt, eine ältere Kriegerin hätte unter den Menschen am Tritonsee so viel Unheil verursacht, dass Perseus höchstpersönlich kam und sie tötete. Weise Stimmen behaupten, dies wäre die letzte Rebellion der Gorgophone gewesen. Hab ich da, oder? Jetzt. Achso. Kann ich weiter, muss ich gar nicht. Oh. Laggt ja wie Sau. Jetzt sollte es langsam wieder gehen. Ja, Leute, da kann ich leider nichts ändern. Warum auch immer diese Stelle jetzt hier abkacken ist. Um mal relativ schnell durchzukommen. Und das wieder beruhigt. Gorgophones erster Gatte war Perieres, König von Messene und Sparta. Ihre Söhne wurden selbst zu mutigen Prinzen und Königen Spartas. Ja, krass, dass so ein altes Spiel hier noch laggt aus der Hölle. Oder der eine oder andere oben. Ist das nervig. Na gut. Ein Hühnerei gehabt gibt's hier. Ja, da war schon wieder irgendwas. Ratten oder was? Oh, eine Schlange. Da lag noch ein Büchlein. Hab ich schon. Haupttiere, ne? Da geht's lang, aber hier ging's ja. Okay, da kann ich hochklettern. Lass mal hier noch schnell schauen. Okay, da ist irgendwas unter Wasser. Oh. Herr des Wassers. So, hallo. Dachte, würde schwimmen. Ja, gut. Ah, es laggt wieder ein bisschen. Na gut, dann lass mal gut schauen, die Waffe. Was habe ich? Kriegerschaden. Jäger, ne. Wo ich eigentlich. Habe ich was zu verkaufen? So, gehen wir mal hier hoch. Und gehen wir einmal rum. Ganz schön grob. Grob, groß. Okay. Okay, hier geht's wahrscheinlich zurück. Der Helm scheint gewöhnlich, aber er wurde sorgfältig versteckt. Ich sollte ihn dieser Frau bringen. Dann machen wir das nochmal. Gucken, ob ich mich rausteleportieren kann.
Ja, ich trinke was. Na gut, mal schauen, was die Alte dazu sagt. Also fleißig sind hier. Ein Gegenstand nach dem anderen. Ringen. Malaka. Diese brennende Insel und das Grab. Man könnte sie beinahe eine Herausforderung nennen. Selbst für dich? Du übertreibst, Adlerschatten. Doch sag, hast du den Helm? Natürlich. Aber wie kannst du von einem solch schrecklichen Ort wissen? Und wer bist du, mich dorthin zu schicken? Wer glaubst du, bin ich, Cassandra? Einige sagen, ich sei sehr weise. Für andere bin ich die Weisheit selbst. Sag mir, wer bin ich für dich? Du schicktest mich zu einem Friedhof, wo ich einen verzweifelten Mann traf, der dachte, Athena sandte mich, ihn zu töten. Aber vielleicht hat er nur gedacht, du wärst Athena. Es ist unklug, den Worten eines Verrückten Glauben zu schenken. Dann schicktest du mich zu einem Piraten, dem ich nach seinen Wünschen helfen sollte. War das ein göttlicher Test meiner Weisheit? Oder ging es um etwas anderes? Du schicktest dich selbst zu einem Piraten. Ich bot nur die Gelegenheit. Und zum Schluss der Einsiedler mit dem Schlüssel. Und das sogar unter einer Statue von Athenas Tiersymbol, der Eule. War das alles ein Scherz oder steckt ein Funken Wahrheit in seinem Glauben? So viele Gedanken schwirren dir durch den Kopf. Beinahe zu viele, um sie abzuwägen. Entscheide dich, Cassandra. Du willst das? Ich glaube, du seist Athena. Du bist ein... Ach, vielleicht sind die Götter hier wirklich so. Sag mal, du... Du willst anscheinend, dass ich dich für Athena halte. Geheimnisvolle Rätsel und ausgerechnet ein Helm. Schlau, aber zu offensichtlich. Wenn das der Fall ist, sollte ich dir zu deiner Weisheit gratulieren. Komm, zeig mir den Helm. Ich hoffe, das war es wert. Du glaubst an die Menschen. Ich hoffe, du siehst sowohl ihr Potenzial als auch ihre Fehler. Ich passe ihnen nur etwas an und... Ja, ich denke, so passt er dir am besten. Vielen Dank. Ich hoffe, durch diese Reise hast du Weisheit erlangt. Ja, ich habe gelernt, dass auch an den seltsamsten Quellen Profit wartet. Okay, sie hat jetzt irgendwas mit dem Helm gemacht? Verzaubert? War es ja vielleicht wirklich eine Göttin? Helm der Gogofune. 23. Ja, dann lass mal schnell nachgucken. Ja, was? Tau. Was hab ich? Krieger und Finale. Warum hier oben? Achso, immer gesagt, blau. Hier noch? Zum ersten Mal. Gewonnen. Ja, hier wollen sie was Lilanes, keine Ahnung. Wie gehen wir? Sokrates, der alte Lava-Kopf. Gut, das ist welche Uhr. Ich bin hier, um Sokrates zu sehen. Cassandra! Du weißt, wer ich bin? Natürlich weiß ich das. Sokrates spricht ununterbrochen von dir. Und du bist? Seine Frau natürlich. Ich bin Xantippe. Xantippe, da habe ich sofort gewusst. Hat er nichts da gesagt. Ja. Sokrates hat mir nie erzählt, dass er eine Frau hat. Typisch. Er hält höchstens mal den Mund, wenn er gerade isst. Aber mich zu erwähnen, vergisst er natürlich. Also, wo ist Sokrates? Er schrieb mir, dass er mich hier treffen wollte. Das wüsste ich auch gerne. Er ging gestern Nacht zu einem Symposion und ist noch nicht nach Hause gekommen. Dann sollte ich vielleicht dort nach ihm suchen.
Ich war gerade selbst auf dem Weg dorthin. Komm, leiste mir Gesellschaft. Wie lange seid ihr schon verheiratet? Schon eine ganze Weile. Was hat er an sich, dass du so sehr liebst? Liebe würde ich das nicht nennen. Er bereitet mir ständig Verdruss. Das überrascht mich nicht. Trotzdem lohnt sich der Verdruss. Sein Verstand ist ohnegleichen. Abgesehen davon ist er ein ziemlich guter Liebhaber. Das will ich mir lieber nicht vorstellen. Deshalb ist Alkibia das vermutlich auch so verlautet. Welche Stufe? Ja, sagt er was? Hyrios, der Meister. Bitte erwähne diesen Namen. Immer kommt er betrunken vorbei und schickt Sokrates Geschenke wie dieser riesige Kuchen. Das wusste ich nicht. Schon gut. Jo, dann lassen wir uns überraschen. Ja, hast du noch was zu erzählen jetzt, Alter, oder? Geweigen die uns jetzt an? Oder habe ich das jetzt verkackt, weil ich da hoch bin? Santippe! Santippe! Hier drüben! Santippe! Was ist los? Sokrates! Sie nahmen ihn mit! Sie meinten, er stünde unter Arrest! Weswegen? Ich habe keine Ahnung. Wir unterhielten uns noch nach dem Symposion. Ich würde sagen, frag ihn doch selbst, aber er wird sicher bewacht. Sie haben ihn nach Südosten gebracht. Dieser Narr! Ich wusste doch, dass es so kommen würde. Ich finde ihn. Keine Sorge. Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Am besten, wir lassen den Dingen ihren Lauf. Unglaublich, dass Sokrates festgenommen wurde. Ich muss herausfinden, was geschehen ist. Okay. Endlich wird mir das mal angezeigt. Wir müssen nur 100 Mal nachgucken. Ich mit Sokrates. Oh, dann lass ihn. Dann schleichen wir uns mal vorbei. Oder wir gehen rein. Cassandra, was machst du denn hier? Das könnte ich dich auch fragen. Ich bin nun einmal hier, doch ich wüsste gerne, wie du hierher kommst. Haben dich die Wachen reingelassen? Ich musste nur erwähnen, wie nah wir uns stehen, und schon haben sie mich zu dir gelassen. Ah, du hast angewandt, was du von mir gelernt hast. Beeindruckend. Meine Worte schlagen sehr, sehr tiefe Wunden. Die Sorge weiß ich zu schätzen, aber wenn du nur etwas länger gewartet hättest, dann wäre das Verfahren vorbei und ich wäre frei. Du gehst zu keinem Verfahren. Ich hol dich hier raus. Ich verstehe deine Sorge, aber was würde eine Flucht bringen, außer anderen zu beweisen, dass ich schuldig bin? Nein, ich freue mich sogar auf dieses Verfahren. Du bist verrückt. Ja. Du willst eine Verhandlung, um zu beweisen, dass du sie von deiner Unschuld überzeugen kannst? Genau das! Du suchst dir deinen Nervenkitzel, ich suche mir meinen. Warum wurdest du festgenommen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Und das stört dich nicht? Manchmal kommt das Verständnis nicht dann, wenn wir es uns wünschen. Noch wichtiger ist, dass ich hierdurch die dringend benötigte Zeit zum Nachdenken habe. Worüber denn? Ich war bei der Pythia und sie sagte, es gäbe niemanden, der weiser wäre als ich. Ein faszinierender Gedanke, der mich einfach nicht mehr loslässt. Sokrates, die Pythia ist... Es ist nicht wichtig, was du glaubst, was sie ist oder nicht ist. Ich muss nicht nur ihre Worte, sondern auch mein eigenes Selbst bedenken. Ich weiß nichts. Wie könnte man mich also weise nennen? Was hat das damit zu tun, dass man dich eingesperrt hat? Meine Zeit hier und das Verfahren werden mir helfen, die Antwort zu finden. Ich komme zurecht. Vertrau mir. Ich werde zur Pythia gehen? Ja. Da du nicht mit mir kommen willst, suche ich die Pythia eben selbst auf. Das wird nicht nötig sein. Ich gehe der Sache auf den Grund. Ich lasse es nicht zur Verhandlung kommen, auch wenn du dir deines Freispruchs sicher bist. Ach, Cassandra, du...
Ich komme wieder, wenn ich habe, was ich brauche. Klingel. Ja, vielleicht sollte ich hier nur wieder mal diese Anführer töten. Der Oberhäupter. Sparta! Ja, komm, verpiss dich. Okay. Ich mit dem Priester. Die Lydia war doch eine alte, oder? Oder der Priester, weil er mich reinlassen muss? Runter. So, mal schauen. Oh nein, nicht du. Oh ja. Du erinnerst dich? Geh einfach, ich bin zu alt für so etwas. Oh, nicht schlecht. Sie ist da unten. Hallo? Neben getreten. Söldnerhandschuhe. Oh, Moment. Braucht ihr ja nicht. Ah, hier geht's runter, okay. Auf Blut stoßen, wenn du nach oben gehst. Du schon wieder? Ich bin aus einem anderen Grund hier. Warum bist du hier? Mach schnell! Du hast Sokrates etwas gesagt und ich will wissen, warum. Es ist sonderbar zu hinterfragen, warum die Pythia spricht. Ich weiß, warum du sprichst und ich weiß, wer über deine Stimme gebietet. Warum wollte der Kult, dass du Sokrates sagst, er wäre der Weiseste? Das hat mir nicht der Kult aufgetragen. Das kam von mir selbst. Gibt keinen Sinn. Ich nehme das untere. Sag mir die Wahrheit, oder ich zwinge dich dazu. Es bringt mir nichts, dich zu belügen. Wenn du Sokrates nahe stehst, bist du auch meine Verbündete. Verbündet? Wofür? Ich weiß viel über Sokrates. Nicht nur er hat mich oft besucht, sondern auch seine Schüler. Komm zur Sache. Du weißt, dass die Götter nicht durch mich sprechen. Ich spüre, dass Sokrates derjenige ist, der auch andere davon überzeugen könnte. Wenn ihm das gelingt, braucht mich der Kult nicht mehr. Du hoffst also, er kommt zu dem Schluss, dass die Götter nicht existieren? Es spielt keine Rolle, ob Sokrates an ihre Existenz glaubt. Er muss nur daran zweifeln, dass sie durch mich sprechen. Ich habe sie brauche. Das wird langsam etwas kompliziert. Was du auch tust, verrate Sokrates nichts. Ich verstehe. Er muss selbst auf die Antwort kommen. Ganz genau. Aber wenn du Sokrates wirklich helfen willst, kurz vor dir war ein Schüler von ihm hier. Er wirkte verzweifelt. Verzweifelt? Er presste sich ein Buch an die Brust und sah sich ständig um. Er erzählte mir, er würde in ein Grab in der Nähe gehen, bis es wieder sicher für ihn wäre. Danke. Ich suche ihn. Aha. Dahin. Mit das Grab, ja, das ist doch. Irgendwo ist eine Stele.
Peripole και Teletarcha. Θεόν Πάτερ, Peripole και Teletarcha. Das ist es. Route oben, finde den Schüler von Sokrat. Eigentlich muss ich da rein und den. Warum? Warum ist die Cassandra nie weitergegangen? Da sage ich ja. Ich habe genug gehört. Suche den Jungen und den Papyrus. Ich erzähle, dass ich von meiner ausweichen. Ja, ein Viertel. Oh, voll reingerollt. Der ist wahrscheinlich. Oh, ist mir. Das? Hab keine Angst. Ich gehöre nicht zu denen. Das heißt nicht, dass du mich nicht trotzdem umbringst. Du bist das nur für dich selbst. Sokrates ist mein Freund. Wirklich? Beweise es. Sokrates ist das Glücksmann, den ich kenne. Oder das erste? Sokrates ist einer der verdrießlichsten Menschen, die ich je kannte. Ich glaub, er redet und redet und redet. Und es fühlt sich an, als würde er nur Fragen aufwerfen, damit er weiter reden und reden und reden kann. Was du verdrießlich nennst, nenne ich brillant. Doch es ist klar, dass du ihn gut kennst. Was wollten diese Männer von dir? Aus irgendeinem Grund wollten sie diese Schriften von Sokrates. Nun, ich habe sie geschrieben, aber es sind seine Worte. Ein ausgefallenes Beutestück. Einer von ihnen war ein Großmaul. Er erwähnte die Priester im Heiligtum der Athener Pronea. Er meinte, das wäre das Letzte, was sie brauchen, um Sokrates loszuwerden. Ich kümmere mich hier. Ich kümmere mich um die Priester. Danke. Und nun ja, bitte gib dies Sokrates. Nach allem, was ich von ihm gelernt habe, schmerzen mich diese Worte. Aber ich habe eine Familie. Worum es auch geht, ich darf mich in nichts verstricken lassen. Dann willst du also nicht länger sein Schüler sein? Ich schätze, ich habe keine Wahl. Vielleicht ändert sich das eines Tages. Ich werde ihm diese Schriften überbringen. Danke. Und bitte beschütze ihn. Ohne ihn wäre diese Welt ein schlechterer Ort. Der Schüler hat mich auf etwas gebracht. Xantippe erwähnte ein Symposion. Vielleicht kann ich die anderen Teilnehmer dazu bringen, Sokrates zu helfen. Ich bin mir nicht sicher, warum die Priester Sokrates loswerden wollen, aber ich muss mich um sie kümmern. Mehrere Quests angenommen. Ja, dann. Bitte die Priest. Machen wir es mit Assi. Das jetzt hier drin oder umgebracht? Wenn sich ein Fokus. Ich muss mit ihnen sprechen. Warum sprechen oder warum reden? Einfach umbringen. Wäre doch auf. Vielleicht kann ich sie dazu. Nehmen Schüler nicht das auf, was ihre Lehrer ihnen beibringen? Was, wenn der Lehrer falsch liegt? Werden dessen falsche Lehren dann nicht über Generationen hinweg weitergegeben?
Du setzt voraus, Schüler seien nicht weise genug, die Schwächen ihrer Lehrer zu durchschauen. Denke an die, die vor uns kamen. Erst Thales, dann sein Schüler Anaximander und danach Anaximenes. Ohne die Lehren seiner Vorgänger darf man wohl davon ausgehen, dass Anaximenes nicht zu den von ihm gezogenen Schlüssen gelangt wäre. Das glaube ich ganz und gar nicht. Vielleicht kann dieses neue Gesicht eine andere Perspektive bieten. Ich weiß nicht, wer die Leute sind. Ich habe nichts verstanden, der Schüler übertrifft. Ich verstehe nichts von dem, was du sagst. Ist das so? Dann lass es mich rasch vereinfachen. Thales lehrte Anaximander, der Anaximenes lehrte. Würdest du nicht zustimmen, dass Schüler aus den Fehlern ihrer Lehrer lernen? Wahrscheinlich ja. Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Schüler lernen ja. Ein Schüler erhält das gesamte Wissen seines Lehrers, ohne die Antworten selbst finden zu müssen. Ist er schlau, sollte er jene übertreffen, von denen er gelernt hat. Eine scharfsinnige Beobachtung. Die beim Erhalt des Wissens gesparte Zeit erlaubt es dem Schüler, Ideen nicht nur zu erweitern, sondern auch mehr eigene zu entwickeln. Aber was, wenn der Schüler Ideen erweitert, ohne zunächst ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen? Oh, Junge, halt's Maul. Wenn wir anderen zuhören und jedes Wort für bare Münze nehmen, liegt die Schuld allein bei uns. Also egal, ob nun Schüler oder Lehrer spricht, wir müssen stets Zeit darauf verwenden, nachzuprüfen, ob das Gesagte überhaupt wahr ist. Deine Erscheinung verrät dich, Söldling. Offenkundig hast du deinen eigenen Lehrer gewählt. So etwas in der Art. Er ist der Grund, weshalb ich hier bin. Sokrates braucht eure Hilfe. Sokrates? Ha! Wenn du eine Debatte möchtest, es dürfte uns schwerfallen zu entscheiden, wer diesen Mann mehr hasst. Warum sollten wir ihm helfen? Oh, eins. Ihr könnt ihm entweder helfen, oder ich kann euch zeigen, dass ich nicht nur wie eine Söldnerin aussehe. Ich wusste nicht, dass Sokrates seine Schüler lehrt, jenen zu schaden, die nicht ihrer Meinung sind. Ich bin nicht die Art Schüler, die ihr gewohnt seid. In einem Kampf könnten wir nie gegen dich bestehen. Doch das heißt nicht, dass du uns mit Gewalt deinen Willen aufzwingen kannst. Du warst bis jetzt ein spannender Teil dieser Unterhaltung. Daher geben wir dir noch eine Chance. Warum sollten wir Sokrates helfen? Feind oder nicht, sogar das braucht Hilfe, ihr seid noch verfehlt. Sollten wir nicht jenen in Not helfen? So sehr wir nur irgendwie können, ja. Und leidet Sokrates keine Not? Ich schätze schon. Wenn ihr einen verletzten Reisenden am Straßenrand seht, würdet ihr ihm dann helfen? Oder würdet ihr erst herausfinden wollen, ob er ein guter Mensch ist? Wir würden ihm selbstredend helfen. Im Augenblick ist Sokrates dieser verletzte Reisende. Er braucht eure Hilfe. Schön, schön. Du hast einen Punkt vorgebracht und das auch noch sehr gut. Sokrates verdient unsere Hilfe, aber wir leisten sie nicht leichtfertig. Das macht sie sogar noch wertvoller. Wir gehen los und trommeln noch mehr zusammen, damit unsere Stimmen auch gehört werden. Ob du es glaubst oder nicht, wir sind gut darin, eine Szene zu machen. Wenn ihr wie Sokrates seid, glaube ich das gern. Nanu, ich habe noch nie gesehen, dass die sich so leicht überzeugen lassen. Interessant. Ist das so? Dann sollte ich wohl stolz sein. Ich bin überrascht, hier ein Kind zu sehen. Gibt es ein Alter, ab dem es in Ordnung wäre, zu debattieren? Was ist mit dem Abend vor jedem Geburtstag? Ruhig bei dieses Gesicht. Sollten wir uns dadurch, wie die Welt uns sieht, von dem abhalten lassen, was wir gerne tun? Nun? Eins. Ich kann mich nicht einmal mit einem Kind normal unterhalten. Das Normale macht doch keinen Spaß. Sieh dich um. Alle hier wollen das Gleiche. Kopfschmerzen? Debattieren! Du bist das erste Kind, das ich treffe, das lieber debattiert als spielt. Verrate es nicht den anderen. Aber ich bin neidisch, dass du von Sokrates lernst. Eines Tages will ich das auch. Du bist auf dem richtigen Weg. Wie heißt du? Aristokles. Obwohl mir dieser Name noch nie wirklich gefallen hat. Er klingt wie zahllose andere, die ich in und um Athen gehört habe. Warum nimmst du keinen anderen an? Kann ich das denn? Mein Bruder hatte immer Schwierigkeiten, meinen Namen auszusprechen. Deshalb nannte er mich Plato. Vielleicht benutze ich den. Gefällt mir. Danke. Nun, ich eile besser den anderen nach. Chere. Chere. Ja, Plato auch so ein blau. Ja, da wollte ich gerade sagen. Gut, die haben wir wahrscheinlich fertig, die. Junge, Junge, sind immer so viele. Okay, töte den Priest. Ja, war ich noch nie.
Dann gehen wir mal zum... Achso, das ist das, ja. Wir sind das. Jo. Dann machen wir Ditte und dann ist eh Feierabend. Aber ich hätte nie gedacht, dass die beiden Aufgaben, also Gefühlsaufgaben, die erste war ja eigentlich schon fast fertig. Eifuß. Dass sich das so lange hinzieht. Vulkan bin ich ja, also. Ja, dann machen wir Vulkan, habe ich ja doch relativ zügig durchgekommen. Da waren ja noch die Soldaten zu tun. Ja. Interessant. Moment von Militiades. Die 230 EP, die fallen jetzt auch nochmal. Töten Beweise sind. Was machst du denn da? Ich töten. Gebüsche nehmen. Ui. Heiligtum, ah, ist das Heiligtum. Wie wir gesagt haben. Kann ich alles markieren? Was ist hier? Eine Ren, denn. Gut, dann gehen wir erstmal Ren. Oh. Ausweichen. So, oh, was machst du? Du bist nervig. Yes. Okay. Dann gehen wir mal nach oben und scannen die ganze Straße. Bitte das Rät. Hör auf, Mann, warum kommt da schon wieder ein Söldner, Mann? Umgefickt hier, ey. Gut. Das haben wir hier. Oh, was? Also Beweis oder was? Ach so. Ja, dann krabbeln wir nach oben, Mädchen. Dann sollen wir nochmal. Rätsel, jawohl. Eine Kiste, ein Rätsel und noch ein paar Wachen. Ja, vielleicht mit einem an. Yes. Oh, schlafen wir. Mal schnell hin, den umballern. Na endlich! Grüß dich, habt ihr gesehen oder was? Ich hab auch noch nicht viele gemacht. Haben wir da nicht gesehen? Wahrscheinlich ist er. Da drin ist ja hinter. Was ist da faul? Sobald wir den Papier
müssen die Priester sein, die die Schläger überkommen und so kontaktiert werden wollen. Was halten die denn so viel aus? Ich hab nicht nur gerade ihren Glück. Mann, ey, lass mich mal wieder. Jetzt habe ich so vergiftet, die Kanne. Mitnehmen. Weg. Wie soll ich die denn einkriegen? Selbstzielender Schuss, das wäre geil. Oder eher. Ah ja, guck mal. Was? Hab daneben geschossen? Leck mich. Die Truhe habe ich nie leer gemacht. Dann machen wir das schon. Ein Knochenstreitkolben. Nice. So, das heißt, wir gehen wohin? Sprich mit Sokrates, der war ja hier. Achso, da muss ich mich reinschleichen, ne? Da. Ups. Wieder irgendwie in meine Tasche gekommen. Hoch. Jetzt bitte. Da. Oh, ja. Ich bin so gerade, okay, die kämpfen da schon. Mal langsam. Oh, Ordnung. Sokrates, du bist hier. Das bin ich. Was ist geschehen? So schnell kann die Verhandlung nicht stattgefunden haben. Hätte ich die Gelegenheit gehabt, mich selbst zu verteidigen, wäre alles rasch vorbei gewesen. Doch leider ließ man mich schon vorher frei. Das sind gute Neuigkeiten. Offenbar wurden jene, die eine Anklage gegen mich vorbrachten, tot aufgefunden und ihre angeblichen Beweise gegen mich sind verschwunden. Das klingt ja, so eher, als würde jemand auf dich aufpassen. Es gab auch Leute, die gegen meine Verhaftung protestierten, wurde mir gesagt. Ich muss das fragen. Hattest du etwas damit zu tun? Nimm mal das untere Ich. Bündeln ist nie nett, aber wir machen das mal. Ich soll töten, stehlen, Proteste einfädeln? Ja. Das klingt nach mir. Aber diesmal war es jemand anders. Gut gefragt zu haben. Und, hast du eine Antwort auf die Worte der Pythia gefunden? In der Tat. Ich dachte, es würde viel länger dauern, aber in dem Augenblick, als ich nicht mehr darüber nachdachte, traf es mich wie ein Blitz des Zeus. Bringen wir dich nach... Achso, ja, frag mal noch. Teilst du nun die Meinung der Pythia? Oder nicht? Die Götter können nicht lügen.
Und doch weiß ich, dass ich nichts weiß. Ich musste begreifen, was es für jemanden, der nichts weiß, bedeutet, wenn man ihn weise nennt. Ich erkannte, dass die Pythia zwar meinen Namen nannte, aber gar nicht mich meinte. Wen hat sie dann gemeint? Die Antwort möchte ich jetzt noch nicht laut aussprechen. Die Leute werden sie nicht hören wollen. Und ich muss bedenken, wie ich meinen neuen Glauben Athen vermittle. Was du auch glaubst, sei vorsichtig. Ich will nicht, dass du wieder verhaftet wirst. Wir sollten dich nach Hause schaffen. Dort hast du es bestimmt bequemer. In vielerlei Hinsicht wird dem so sein. Was den Rest betrifft, darüber entscheidet Xantippe. Es ist schön, frei zu sein, aber ich glaube, Xantippe wird sich nicht freuen. Diesmal hat sie allen Grund, sauer zu sein. Wir streiten oft darüber, dass ich vorsichtig sein muss, was ich wann und wo sage. Jetzt wird sie das noch viel öfter ansprechen. Das klingt nicht sehr unterhaltsam. Oh, du missverstehst mich. Ich liebe das. Tust du? Die Leute sehen Xantippe und glauben, es wäre ihre Schönheit gewesen, die mich anzog. Aber ich lechze nach ihrer Streitlust. An mir gefällt die nie jemandem. Wenn meine Meinung angezweifelt wird, hilft mir das, sie zu verfeinern und als Person zu wachsen. Und ihr gefallen diese Streits auch? Oh, das bezweifle ich. Aber in diesen feurigen Momenten ist ihr Geist am stärksten, wie ein ungezähmtes Pferd. Sag ihr das mit dem Pferd nicht ins Gesicht. Ich fürchte, dein Rat kommt ein bisschen zu spät. Ich hoffe mal, dass das hier seine Bude ist. Bring dich in Sicherheit. Wollt ihr was von Kratessa, was ihr? Nein, schon wieder ein Söldner. Wird er mich nicht mal für 5 Minuten in Ruhe lassen? Mit deinem letzten Wort aus. X-Vieh. Lampe. Reine Zeitverschwendung. Was? Ich frage mich, wo es hier. Noch ein Schmiedehammer. Bei meinem Handwerk ist das manchmal schwer zu sagen. Gehen wir schnell zurück, bevor noch mehr passiert. Nee, wir können auch ganz langsam laufen. Dachte schon. Aus dem Weg! Bei den Göttern! Aus dem Weg! Na komm, lauf, kleiner Sokrates. Ich jag ja immer noch den einen, der dieses Vlies hat. Vom Jason. Na, reden. Du bist zurück. Endlich. Ich bin bereit, wieder nach Athen zu gehen. Ich habe genug von Phokis und diesem Gerede über die Pythia. Es wird dich freuen zu hören, dass ich ihre Worte nicht länger brauche. Ah, dann hatte diese ganze Sache ja doch noch etwas Gutes. Da fällt mir ein Schüler von dir hat Notizen von deinen Lehren gemacht. Er wollte, dass du sie bekommst. Was macht er jetzt? Verbrennen? Warum hast du das getan? Niemand bat ihn darum, meine Worte niederzuschreiben. Und wenn schon, heb sie doch auf. Teile sie mit anderen. Ich kann nicht, wegen einer Geschichte, die man mir als Junge erzählt hat. Bitte keine Geschichte. Ich habe genug von Geschichten. Dann spare ich mir die für eine andere Gelegenheit auf. Aber wisse, dass ich es aus gutem Grund tat und dass mir diese Entscheidung auch zustand. Es wird Zeit zu gehen, ja? Ich sollte los. Ich bin froh, dass du frei bist. Ich auch. Aber da wäre noch etwas, wenn du gestattest. Ich kann dich wohl kaum aufhalten. Wir glauben gern, dass Taten stets ein Fortschritt sind. Aber in Wahrheit geht es meist um Kontrolle. Je mehr wir handeln, desto mehr Kontrolle scheinen wir zu haben und desto weniger überlassen wir anderen. Doch wenn wir zu fest zugreifen, zerquetschen wir, was wir bewahren wollen. Und das heißt? Das heißt, dass sich das Leben manchmal entwickeln muss, ohne dass wir den Ausgang beeinflussen. Das merke ich mir. Das hätte ich fast vergessen. In deinem Brief schriebst du, du müsstest mich etwas fragen. Was denn?
Weißt du, das habe ich inzwischen vollkommen vergessen. Pass auf dich auf, Cassandra. Halt dich aus Ärger raus, Sokrates. Wer bist du? Achso, das Vieh ist vom Jason. Eine Gravur. Was für eine? Gut, Leute. Genug rumgeblödelt. Beim nächsten Mal geht es weiter mit diesen Side-Nebenquests. Lassen wir uns mal überraschen, was da noch so passiert. Also, macht's gut.